willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und das Champions League Event ist da. Das UEFA Champions League Event in EAFC Mobile 24 und da gehen wir rein. Wir gehen nämlich direkt rein, man kann hier jeden Tag 3-6 Skillspiele/CPU-Spiele machen. Das erste ist ein Skillspiel, das machen wir. Das zweite ist, glaube ich, ein CPU-Spiel. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht in der 20 Uhr Folge machen. Wir werden das ganze Event einmal, ich werde es euch einmal kurz im Kompletten zeigen. Und dann geht es auch direkt rein ins erste Champions League Pack Opening, Leute. Da kenne ich nichts. Weil es gibt wieder die 200er Packs. Die 200er natürlich 75 bis 93 oder bis 89, aber ich probiere mein Glück direkt hier. Das zweite ist gegen Gala, dann ist es gegen Kopenhagen, dann ist es gegen ManU, dann ist es gegen Bayern und dann ist es am Ende nochmal ein Skillspiel und dann kriegt man die Belohnung 75 bis 85. Dann hat man halt Werbung, die man täglich gucken kann. Dann hat man die Gruppenphase, wo man seine Punkte einsetzen kann. Hier seht ihr, und also man kann jede Gruppe durchgehen, kriegt Münzen. Und am Ende kriegt man halt einen UCL-Spieler aus der jeweiligen Gruppe. Hier in dem Fall bestmöglich Upamecano 84, nee, gar nicht wahr. UCL nicht Gruppe A-Spieler, also das heißt, man kann auch nicht aus dieser Gruppe ziehen, sondern man könnte auch von Arsenal jetzt einen 85er Saliba ziehen beispielsweise. Dann könnte man hier einen, wer ist denn von Union eigentlich hier? Leonardo Bonucci mit 83. Also man kann halt die einzelnen Gruppen durchgehen mit seinen Punkten, die man sicher spielt. Bup. Dann hat man Topform-Fokus. Ihr seht, so funktioniert der Live-Guess-Wert. Regel, Guess plus 1, wenn das Team zwei der letzten drei Gruppenphasenrunden gewinnt. Zusätzlich Guess 1, sobald der Spieler bestimmte Bedingungen erfüllt. Und hier Marco Reus beispielsweise Bedingung. Wenn man ein Tor schießt oder eine Vorlage gibt, maximal plus 2. Also entweder Almiron oder Marco Reus. In dem Fall gegen Newcastle. Dann hier Vitinha und Reinjas. Dann haben wir Tetze und Frankowski. Dann haben wir Saliba und Rakitic. Und das war's. Also eigentlich eine ganz coole Idee. Aber für mich jetzt eigentlich kein Spieler dabei. Marco Reus finde ich ganz cool. Aber ansonsten nicht so wirklich ein Spieler dabei, wo ich sage, boah, den hole ich mir jetzt oder so. Oder den brauche ich unbedingt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann gibt es auch Legendenvereine, wo man halt auch CPU-Spiele machen kann. Bup. Und dann hat man hier die Möglichkeit, ja, einen der Icons zu ziehen. Xabi Alonso, Butragueña, David Beckham oder Iker Casillas. Also am liebsten würde ich natürlich Xabi Alonso haben, ist ja ganz klar. Gratis in 18 Stunden. Komm, wir machen das mal. Ist es nur gratis hier hinten, oder muss man da auch was machen? Achso, Bronze-Shop. Ja, moin. Ah, ne, gratis. Und jetzt könnte ich es kaufen. Du hast zu wenig UCL. Okay. Ah, okay. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ja. Okay. Das war das Champions League Event im Prinzip. Mir fehlt leider da... Man hätte da so richtig easy peasy so einen Versus-Angriff-Aspekt mit einbauen können. Wieso baut man nicht nur das Angriff-Aspekt ein, kriegt UCL-Token, kriegt diese Champions-League-Punkte und man kann dann am Tag 5 Versus-Angriff-Spiele machen und man kann sich eine Mannschaft aussuchen vom Champions-League, also von der Champions-League. Man kann mit Bayern spielen oder man macht halt so, wie die echten Duelle waren. Jetzt Leipzig gegen Roter Stern Belgrad zum Beispiel, jetzt kam mir irgendwie Leipzig direkt in den Sinn. Dann kann man mit Leipzig spielen gegen Belgrad, also der Gegner nimmt in Belgrad. Also irgendwie sowas, so eine einfachen Dinge. Das hätte ich mir noch gewünscht. Genau, das zu dem Champions League Event an sich. Wir gehen direkt rein hier ins erste Pack Opening. UCL Gruppenphase. Da haben wir nämlich. Was ist denn das hier? UCL Reihenpack. Oha. Oha, Digi. Okay, aber ich wollte eigentlich die hier öffnen und die mache ich heute auch auf. Also wir öffnen 10 Stück davon. Genau, 10 Stück. Wünscht mir Glück. Ich hoffe, ihr seht's, ne? Haaland möglich, Bellingham möglich, Lewandowski möglich. Xabi Alonso kann man da auch ziehen, theoretisch, Kimmich. Es sind schon Kracher dabei. Ich hoffe, dass wir heute wenigstens einmal so ein Champions-League-Walkout sehen. So ein Champions-League-Walkout schön in der 20-Uhr-Folge wäre schmackotastisch. Wir gehen rein ins erste Pack.
Lasst auch bitte einen Daumen nach oben da, kostenloser Support. Vielen, vielen Dank. Kuss auf eure Nuss und wir gehen rein. Es sind 600.000 Münzen immerhin. Und ein King, der 50.000 bringt. Pack Nummer 2, bitte. Schade. 1 Million Münzen, Alter. Aber 1 Million Münzen ist auf jeden Fall ganz nice. Sind 15.000 bis 40 Millionen Münzen kann man theoretisch sogar ziehen, wenn man brutal viel Glück hat. Es ist Champions League Order. Es ist Champions League Workout. Frankreich. Innenverteidiger. Upamecano ist das. Upamecano, mein Freund. Champions League Upamecano gezogen. 84er. Upa. Upamecano. Wie viel kostet der? 87.000 Münzen hat leider auch nur, ne? Ich hätte vielleicht so 1 bis 1,5 gesagt. Ich hoffe, dass wir ihn auch verkaufen können. Aber ey Leute, wir haben den Champions League Walkie gezogen. Wir haben unseren ersten Champions League Walkie Like a Talkie. Oh, normale. Italien? Wer ist das denn? Zappacosta. Europa League. Zappacosta ist einfach mehr wert als ein Upamecano. Ich fasse es nicht. Aber ey, komm jetzt. Das läuft gerade. Das läuft wie ein Länderspiel. Ja, okay. Jetzt wieder nicht. War so pusht. Nächstes Pack. Wir sind bei der Hälfte. Mach Norwegen. Ungarn. Willy Orban. Wie viel hat der? Willy Orban 84, wir ziehen hier die Innenverteidiger. Eben Upa, jetzt Willy Orban. Und Willy Orban bringt ungefähr so viel wie einfach Julian Draxler. Was mit Draxler passiert ist, 77er, ist das bodenlos. Ups. Aber ey, komm, das läuft eigentlich. Wir haben 3 Walkouts bis jetzt. 3 Walkouts kann ich mir nicht beschweren. War zwar kein Walkout dabei, wo ich sage, boah, geil, der bringt jetzt 5 Millionen Münzen. Leider noch nicht. Ich hoffe, dass der jetzt noch kommt. Genau jetzt, Männer. Es ist wieder... Nee, oder? Es ist wieder Willy Orban. Ich fasse es nicht. Moin, Willy. Servus. Grüezi. 2 noch. Das war ein Bruch. Letztes Pack, komm. Letztes Pack nochmal Walkie. Leider nein. Aber einen 82er Trossard, immerhin das nochmal, dass der nochmal, der bringt ja nochmal ein paar Coins. Klitzekleine Coins bringt der. Zappacosta geht nicht mal weg, oder was? Doch, Zappacosta wird weggehen. Upamecano wird auch weggehen. Und Willi? Willi geht sogar sofort weg. Okay, das sind ja dann nochmal, ja, so 3 Millionen Münzen. 7, ja, 2,6, 2,5. Ja, ist schon in Ordnung. Trossard noch. Ja, komm, passt. Passt. Es war kein richtiger Kracher dabei, ne? Ich denke mal, da sind wir uns einig. Da war jetzt kein richtiger Banger dabei. Aber es war trotzdem all in all eigentlich ganz in Ordnung. 2,6. Der nochmal. Trossard. Also so 2,8, 2,9 Millionen sollten wir auf jeden Fall bekommen haben. Wir haben jetzt insgesamt 85 Millionen Münzen, Leute. 85 Millionen Münzen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Morgen um 20 Uhr. Haut rein und tschüssi.